Ein Mann verlässt die Kriegsgefangenschaft 1945. An seinem Körper schmuggelt er seine ehemalige Wehrmachtsuhr und Skizzen von italienischen Landschaften und ehemaligen Kameraden heraus. Der Mann ist mein Vater, der spätere Architekt und Maler Johann Heinrich Hilmer. Johann Heinrich Hilmer, der am 30. Januar 1903 in Stuttgart geboren wird, wächst in einer großen Familie auf. Nach dem Tod der Mutter Sophia Regina Elsässer mit 33 Jahren heiratet sein Vater erneut, sodass Johann Heinrich Hilmer insgesamt mit 5 Geschwistern aufwächst. Sein Vater, als Brauereidirektor durch Erfolge geprägt, verfolgt ehrgeizig die Schulzeit. Dort fallen Heinrich Hilmer vor allem handwerkliche Schulfächer leicht, die Note 1 in Metallarbeiten, Spaß am Modellieren und Buchbinden. Nach der Schule beginnt Heinrich Hilmer eine Ausbildung als Tischler. Er ist zurückhaltend, aber zielstrebig. Zeitgleich zur Ausbildung besucht er eine Gewerbeschule. Jedes Schuljahr schließt er mit einer Auszeichnung ab. Zum Gesellenabschluss bekommt er den ersten Preis der Schule verliehen. Als Tischlergeselle arbeitet er in Rheinland-Pfalz, in Stuttgart, Nordbaden. In Südbaden bei einem Restaurator historischer Möbel. Während Bruder Klaus einen letzten Urlaub mit dem Kajak auf Rügen erlebt und Schwester Christa als Diakonissin in Afrika missioniert, wird Heinrich 1939 zum kommissarischen Leiter der Meisterschule des deutschen Handwerks in Offenbach am Main berufen. Wir sind viel zu arm, als dass wir es uns leisten könnten, schlechte Formen zu produzieren. Neben diesem repräsentativen Formalismus, der vom Bau her auf andere Gebiete, auf andere Werkstoffe einfach übertragen wurde, geht wie ein roter Faden die einfach schöne, saubere und schlichte reine Gebrauchsform. 1941 holt auch ihn der Krieg ein. Er wird zum Militärdienst einberufen, ist Part der deutschen Kriegsmarine, die ihn nach Sizilien, Nordafrika, Rom und Genua Nervi führt. Der Architekt wird als Soldat und später während seiner mehrmonatigen Kriegsgefangenschaft in Italien zum Maler. Bis zum Kriegsende entstehen rund 50 Aquarelle und Skizzen. Die Kameraden in der Kriegsgefangenschaft bestellten mich zum Organisator der ersten Kunstausstellung im Lager Rimini. Ich bildete eine Jury, die alle eingegangenen Arbeiten, die von den malenden Kameraden eingereicht wurden, sichtete. Passepartouts aus Pappkartons der amerikanischen Verpflegung zu den jeweiligen Bildern passend zurechtgemacht. Einballen Rupfen stifteten unsere Besatzer, mit dem wir den einzig erhaltenen Raum in dem zerschossenen Haus als Wandbespannung anbrachten. Künstler und Handwerker machten aus Kanisterblech Ausstellungsstücke als Ergänzung zu den Bildern. Anlässlich der Eröffnung unserer Ausstellung waren die Amerikaner sprachlos. Sie waren sehr beeindruckt von dem, was wir aus dem Nichts geschaffen hatten. Die Amerikaner stellten uns ab sofort jeden Tag einen Lastwagen zur Verfügung, um außerhalb des Lagers unsere Studien fortsetzen zu können. Unsere Bewachung musste uns nur abends pünktlich zurückmelden. Es war eine Zeit fruchtbarer Gespräche und wir gaben uns gegenseitig Anregungen. Kameraden saßen uns Modell für Porträtskizzen. Jeder Fetzen Papier, die uns Kameraden schenkten, in der Hauptsache Briefpapier, war uns willkommen. So überlebten wir und fanden den Anschluss an eine neue Zukunft.
Das Privatleben ist unruhig. Seine Ehe mit Margret Hilmer wird geschieden. Er verliebt sich erneut. Ich fahre nach Söllingen, einer Kleinstadt in der Nähe von Karlsruhe. Hier lebte mein Vater mit seiner zweiten Frau in deren Pastorenfamilie in diesem damaligen Pfarrhaus. Eine Zeitzeugin beschreibt ihn mir als freundlich, aber eigenbrödlerisch, das Ehepaar Hilmer als menschenfreundlich, aber zu vornehm. Seine Ehefrau Hildegard, geborene Zimmer, habe damals sehr selbstbewusst gewirkt und sei eine gute Sängerin gewesen. Uta Heid vom Evangelischen Pfarrbüro öffnet für mich das Kirchenarchiv. Einmal das Beerdigungsbuch und das Familienbuch. Mit den Daten. Zu dieser Zeit wird das damalige Pfarrhaus 1952 zum Pfarramt mit integrierter Krankenstation von meinem Vater für den Umbau geplant. Das Haus hat Charme, weil es also kein Neubau war, sondern mit vielen Ecken und Winkeln. Und das war sehr schön. Wie ich den Speicher oben da ausgeräumt habe, habe ich sehr viele Sachen noch gefunden. Zum Beispiel Abendmahlsbesteck und solche Sachen. Die habe ich dann alle sauber gemacht und die hat die Kirchengemeinde. Zwei Jahre lang wird kein Bild des Malers entstehen. Dann erfährt er unerhofftes Glück. Er verliebt sich in die Cembalistin Gisela Frieda Ruth Schell. Heiratet mit 50 Jahren ein drittes Mal und wird in den Folgejahren Vater der Söhne Sebastian, Christoph und Florian. Beruflich gestaltet er als Hochbauarchitekt große Wohnumfelder in Karlsruhe und Ettlingen. Das erste Hochhaus mit damals 14 Stockwerken, Doppelwohnhäuser, achtgeschossige Punkthäuser. In der Nachkriegszeit herrscht in den Städten immer noch Wohnraummangel. Ziel der damaligen Entwürfe war, das Leben in mehrgeschossigen Häusern nicht zu kasernieren, sondern menschenwürdig zu gestalten. Sie alle eint ein Konzept. Jede Wohneinheit soll in den Genuss von Sonnenlicht kommen. Die sogenannten Sonnenhäuser sind so gestaltet, dass die Wohnlage ausschließlich nach Süden ausgerichtet ist. Und 1956 folgt der letzte große Ortswechsel im Berufsleben. Von Baden-Württemberg zieht die Familie ins Ruhrgebiet, nach Bochum. Heinrich Hilmer arbeitet nun für das Planungsamt der Stadt, ist Bauberater für städtebauliche und ästhetisch-architektonische Fragen in Bochum. Als der Architekt 1968 in den Ruhestand geht, widmet er sich wieder verstärkt der Malerei und engagiert sich stark im Kunstverein Bochum. Zu seinem 75. Geburtstag widmet der Kunstverein eine Retrospektive seines Schaffens im Wasserschlosshaus Kemnade. In der Außenstelle des Kunstvereins ist die Bandbreite seines lebenslangen Schaffens zu erleben. Möbelentwürfe, Innenraumgestaltung, Architektur und die Liebe zur Malerei werden ein einziges Mal gemeinsam präsentiert. Im Ausstellungskatalog werden seine Werke als Zeugnisse der Stationen eines Lebens, als auch Zeugnisse der Suche nach künstlerischer Selbstverwirklichung beschrieben und seine Entwicklung als Maler folgendermaßen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit der südlichen Landschaft beschäftigt Hilmer bis heute.
Dabei zeigt sich in der Entwicklung eine zunehmende Vereinfachung, Beruhigung und Klärung der Formen, eine Reduzierung auf das Wesentliche. Der Weg des Malers Hilmer scheint noch nicht abgeschlossen. Die Ausstellung bietet nicht nur einen Rückblick, sondern auch Ausblick. Seine letzten abstrakten Arbeiten scheinen gleichsam der Anfang einer Synthese zwischen den beiden künstlerischen Wegen des Malers und des Architekten zu stehen. Im Alter reist er als Maler nach Südfrankreich, Elba, Ibiza. Bei all seinen Landschaftsporträts bleibt er seinem Credo treu. Dem Himmel widmet er sich stets als erstes. So kann er sicher sein, dass das einzigartige Farbenspiel nicht ungemahlen in Vergessenheit verschwindet. Als ich Heinrich Hilmer kennengelernt habe, war er schon älter und er war Künstler und mich haben seine Bilder sehr fasziniert. Er hat sehr viel darüber erzählt, hat mir ganz viele Bilder gezeigt und hat mir sehr bald auch schon eines geschenkt. Das war ein Blumenbild und ich habe mich sehr darüber gefreut und habe es auch in Ehren gehalten und gerne aufgehangen. Mit 78 Jahren, 6 Tage vor Weihnachten, stirbt Heinrich Hilmer im Jahr 1981 nach kurzer Zeit an den Folgen eines Schlaganfalls. Gisela Hilmer hat ihn lange Zeit überlebt, ist später dement geworden und hat die ganze Zeit seinen Bildernachlass groß in Ehren gehalten. Und mit ihrer Demenz hat sie das alles irgendwo nicht mehr auf die Reihe bekommen und sie hat versucht, diese Bilder zu zerstören. An seinem Sterbebett hat mir meine Mutter die Geschichte unseres Vaters damals ausführlich erzählt. Und mit 24 Jahren habe ich zum ersten Mal begriffen, wie wichtig es ist, das Lebenswerk von Heinrich Hilmer zusammenzutragen.